Hast du Bierdurst oder was? Ich hab immer Bierdurst. Ansonsten vertrage ich das halt nicht, die Schichte hier. Ja, das große Ganze. Mein Kollege hat mir hier diesen Trigger hier geschenkt für uns beide. Diesen Trigger oder den Träger? Den Doppel-T-Träger hier. Alter, geil. Und zwar... kenn ich. Genau, damit fangen wir auch direkt an. Schöne Grüße an Yannick. Schöne Grüße auch von mir. Von Florian und Simon, ihr Braut. Übrigens. Grüße an Florian und Simon. Genau, vielen Dank. Wir werden es mal probieren hier, euer Sölsch. Ist das das sächsische Kölsch oder was? Würde ja passen. Sächsisches Kölsch. Sölsch, eklar. Die hat wahrscheinlich noch nie Sonne gesehen, ne? Das ist schon mal sehr gut. Also auspacken. Das ist wie so eine Blackbox, dass es die Black Bottle ist. Also da kann alle drin sein. Außer Schrödingers Katze, die passt da nicht rein. Das sieht schon sehr gut aus. Aber irgendwie ist mir das zu klein. Dafür brauchst du wenigstens keinen Flaschenöffner. Ja. Den hast du nämlich hier dran. Aber das ist nicht mehr wieder verschießbar. Also ja, schon mal eben Punkt weg. Das ist nur 0,33. Das ist... Also das trinkst du auch so mal schnell weg. Das brauchst du nicht wieder zumachen. Warum? Ein S-Bahn-Bier ist das. Also die Pulle kann schon mal nicht kaputt gehen. Finde ich gut. Das stimmt. Das ist schon mal gut. Das kann runterfallen und... Kippen. Na gut, da sind die drei Punkte doch ganz gut. Naja, mal gucken, vielleicht gibt es auch bei Spezial nochmal einen extra Punkt. Da gibt es wenigstens zwei extra Punkte. Oh. Sehr aggressiv, ey, und durchsehe. Sprudelt ja ordentlich, wa? Mhm. So ordentlich trüb. Eh klar. Klar ist es nicht. Unfiltriert. Okay. Spricht mich jetzt nicht so an. Bin noch nicht fertig hier. Prost. Hab Duscht. Uff. Mensch, wie heißen wir? Muss ich abkicken hier. Florian und Simon. Prost. Achso, und auf Yannick, wa? Schönen Dank. Zum Wohl. Bin hier noch bei... Oh, jetzt ist ja Uwe hier drinne. Hey. Hallo. Schlank und süffig, einzigartig und sowas von naheliegend. Gebraut auf 1400 Meter in der Beckler Brewery in Sölden. Also, die Jungs schreiben hier, seit Herbst 2020, recht jung, noch ein Baby, ist unser Hauptprodukt Sölsch, ein schlankes, süffiges Bier nach obergäriger Brauart auf dem Markt. Ein regionales Qualitätsprodukt mit großem Wiedererkennungswert und hoher Drinkability. Erhältlich im Onlineshop, bei ausgewählten Partnerbetrieben oder direkt in der Brauerei. Rampenverkauf jeden Freitag 15 bis 18 Uhr. Aktionen und Specials auf Facebook und Instagram. Also da sind die auch. Facebook auch so, ja, okay. Ja. Auch hier markiert, unter dem Video in der Beschreibung einfach anklicken. Und dann landet da bei Facebook, Instagram bzw. YouTube. Sind sie auch vertreten. Spezialpunkte, also wenigstens zwei. Einmal der Verschluss ist was ganz Besonderes. Und die Flasche ist auch was ganz Besonderes. Ja. Ich würde es auf jeden Fall nochmal trinken wollen, wenn ich es sehen würde. Also meinst du es nicht so, dass halt so malzig, trüb, bitter. Ja, der Nachgeschmack ist halt ein bisschen uncool. Fruchtig, aber... Ja, fruchtig ist es, ja. Mich stört da so ein bisschen diese Bitterkeit, diese malzige Bitterkeit, sage ich jetzt mal. Also das ist auch nicht vom Geschmack her nicht so meins. Das, oh. Malzig, bitter, fruchtig. So hat jeder seinen eigenen Geschmack, ne? Sag doch mal, 9? Ja. 8? Muss ja nicht austrinken. Ich schwanke zwischen 7 und 8.
Dann gibt es 8. Gut. Uwe noch. Ich war letztens bei mir Tränkemarkt. Da kaufst du immer gerne hin, wa? Jo. Mhm. 17 von 30 Punkten. Das Bronze. Das ist aber auch kein Lappen hier. Mach das mal hier unterm Tisch. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Finde ich aber eigentlich ein bisschen, eigentlich als Silber verdient, aber gut. Glückwunsch an euch beiden. Bronze ist immer noch gut. Ich bin mir sicher, die machen so oder so ihren Weg. Ja, definitiv. Ja, die sind ja überall, Instagram, Facebook, YouTube. Gesehen mal, davon sind wir kein Maßstab. Ja. Nee, wir sowieso nicht. Wir greifen ja bloß hier Billardbier ab, weil es war ja kostenlos für uns. Ja, noch besser. Ja. Kostenlos schmeckt immer am besten. Also, schöne Grüße nochmal an Florian und Simon und natürlich auch an Yannick, der uns jetzt irgendwie, wie er auch immer geschafft hat, zukommen lassen hat. Dass ich keine Alkoholiker will. Es ist zu spät. So. Ja, also nächste Mal fangen wir dann endlich an mit Daniels Geschenk. Für uns. Brauchst du einen Aufheller, glaube ich. Ich hoffe, es ist noch nicht abgelaufen.